Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Sendung zur U20-Nationalmannschaft und zur WM in Montreal und Toronto ab dem 26. Dezember. Als erstes tun wir die Goalinnen, die aufgeboten wurden, unter die Lupe nehmen. Und ich fange mit dem Philipp Wüttrich an. Der Berner wird als klare Nummer 3 nominiert. Er spielt den ausgeprägten Butterfly-Stil. Man kann ihn dort durch ein bisschen vergleichen wie der Jonas Hiller. Ist in den meisten Bereichen auf internationaler Ebene ein bisschen schwächer einzustufen als seine beiden Konkurrenten. Wenn er unter Druck kommt, ist er eher ein bisschen zerbrechlich. Manchmal ein Stück zu langsam in seinen Reaktionen, beim Verschieben zwischen den Pfosten zum Beispiel und auch mit der Fanghand. Er wird hauptsächlich mitgenommen, um für die nächste WM, die in Buffalo stattfinden wird, können Luft schnappern. Und das ist wichtig für ihn. Der Philipp Wüttrich kann auf verschiedene Erfolge zurückschauen. Zum Beispiel ist er mit Bern Elite A-Meister geworden. Zweimal hintereinander hätte er den Elite Neuzermeister können erringen und hat am meisten Shutouts gewonnen in der Saison 13-14 und 14-15 hat er sogar die meisten Siege in der Elite Novize mit 22. Gehen wir zur potenziellen Nummer 2. Am Matteo Ritz. Matteo Ritz wird, so wie ich das sehe, kommen wir zur potenziellen Nummer 2, Matteo Ritz von Lausanne, wo er bis 2018 unter Vertrag ist. Der 18-jährige Schlussmann ist für mich ein sehr guter Butterfly-Goalie, hat aber einen Nachteil, hat einen schwachen Fanghang. Manchmal verwünscht man ihn dort sehr gut, wenn man mit einem scharfen Schuss kommt. Er arbeitet aber sehr gut am Boden mit dem Stock, tut gut zwischen den Pfosten verschieben, hat aber ein bisschen Probleme mit der Konzentration, wenn es über die volle Distanz geht. Er hat in einem Spiel innen, aber das ist normal bei einem Junioren-Goalie, Auf und Abs und hat dort ein bisschen Mühe können, mit seiner Konzentration aufrecht zu halten. Er hat schon U18 Erfahrung, ist nämlich das Jahr mit der U18 in Buffalo im Einsatz gesehen, hat dort 83,75% Fangquote gehabt und ist gegen Russland zum besten Spieler von der Schweiz gewählt worden. In der Elite A kann er auch mit guten Statistiken aufwarten. Im 15-16 hat er die meisten Shutouts gehabt, nämlich 6 mit der Elite Lausanne. Denn er wird in diesem Jahr bereits mit 3 Spielen unter dem Buckel ins Trainingscamp einrücken. Und er wird versuchen, sich natürlich an der Nummer 1 zu messen. Und die ganz klare Nummer 1, ich glaube, das dürfte für niemanden eine Überraschung sein, ist der Joren Van Bottelbergen. Und zu ihm kommen wir gerade als nächstes. Der U20-Nationalgoalie von diesem Jahr wird unbestreitbar der Joren Van Bottelberg sein. Er, der einen starken Butterfly-Stil spielt, wenn ich es dir jemanden sagen könnte. So schön sind Zungenbrecher. Er hat eine sehr gute Fanghang mit sehr starken Reflexen. Auf der Fanghangseite kann man ihn fast nicht bezwingen. Und wenn, dann ist es wirklich ein knallharter Schuss, den er jemanden über die Fanghang kullern lässt, den er nicht fahren kann. Aber im Juniorenalter kann man an dem noch arbeiten. Er ist sehr schnell zwischen den Pfosten, kann sehr schnell, sehr geschickt verschieben, tut die Winkel optimal abdecken, lässt dort einem gegnerischen Stürmer kaum Raum für eine Entscheidung, will die weiter reinziehen
oder will in den Abschluss suchen. Er liest das Spiel für sein Alter sehr gut. Wenn er unter Druck kommt, das ist ein bisschen der Nachteil bei ihm, tut er schwächeln. Er ist einmal von durchschnittlich bis eher schwach, kann er bis zu sackstark sein in der unter Druck. Also dort kommt es bei ihm wirklich auf seine Tagesform an. Der Jörn von Bottelberge ist mental nicht zu brechen. Das heisst, wenn er im Rückstand ist mit seinem Team und er ein Fuss-Ei bekommt oder einfach nicht gut spielt, dann kann er das nach einem Gegentor wirklich einfach abwaschen und am nächsten Tag bereit sein, für noch einmal seine Leistung abzurufen. Der Arno Del Gurto setzt ihn ja aktuell nicht mehr so heftig ein wie am Anfang. Das hat sicher auch etwas damit zu tun, dass er den Jörn von Bottelberg nicht verheizen will und ihn erst in der entscheidenden Phase von der nicht von der Weltmeisterschaft, sondern von der Schweizer Meisterschaft näher bringen und ihn noch brauchen. Der Jörn von Bottelberg hat an der letzten WM der Gauthier Teclu nach nur 32 Minuten Spielzeit bereits als die klare Nummer 1 abgelöst, hat gegen Kanada den Preis vom besten Schweizer Spieler eingeheimst und hat eine tadellose Leistung gezeigt. Auch an der U18-WM in Zug und Luzern hat er in 7 Einsätzen gegen die Top-Nationen können zeigen, was er ist. Er ist dann gegen die Tschechen und gegen die Russen zum besten Spieler vom Spiel gewählt worden. Auch in Schweden kann er auf einen Erfolg zurückschauen mit der Juniorenauswahl von Jönköping. Hat er die Bronzemedaille geholt. Mit der U18-Auswahl von Linköping hat er die U18-Silbermedaille geholt. Er war der beste Goalie in der Allwenskan Süd mit 94,9% Abwehrquote und einem Gegentorendurchschnitt von 1,25 Goal. Zudem ist er von den Detroit Red Wings draftet worden, und zwar als Nummer 110, geht jedes Jahr über zu den Detroit Red Wings ins Prospects Camp, nimmt dort die neuesten Erfahrungen aus dem Goalie-Sektor mit, tut ihn dann im Verlauf des Jahres weiter daran arbeiten und weiter daran fielen. Bis jetzt ist er noch nicht so zu manchem U20-Einsatz gekommen in dieser Saison, aber das wird ihm jetzt 19-Jährigen nichts schaden. Er wird unverbraucht an die WM kommen in Montreal und in Toronto und wird dort, so gehe ich davon aus, wenn er sich nicht verletzt, eine tolle WM abliefern. Die nächste Sendung tut sich mit den ersten Verteidiger befassen. Ich hoffe, ihr schaut den auch dann wieder zu. Und noch ein Hinweis: die Schweizer fliegen am 13. Dezember auf Toronto, die dann am 21. Dezember in Oshawa gegen die USA ein Vorbereitungsspiel bestreiten, bevor sie am 23. Dezember in Toronto im Air Canada Center gegen Kanada spielen, um nachher auf Montreal überzusiedeln, wo sie am 26. Dezember dann die WM in Angriff nehmen. Das erste Spiel von der Schweizer ist am 27. Dezember gegen Tschechien. Ich freue mich, wenn ihr auch morgen wieder reinschaut und meine Einschätzungen dort hören. Danke und einen ganz wunderschönen Tag wünsche ich euch. Tschüss zusammen.